Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die 17. bereits auf der Rehbach im Landwirtschaftssimulator 22. Und ich beobachte hier meinen Helfer mit dem Glas, der gerade so hier durchs Dorf zu kommen scheint. Ja, er bleibt nicht hängen mit dem neuen Kuhn-Tiefenlockerer, den ich jetzt gekauft habe. Denn wir werden jetzt dann doch schon mal hier die Felder entsprechend bearbeiten. Ihr seht es auch auf der linken Seite. Da ist der Fett unterwegs und kalkt. Das hatte ich total vergessen. Wir müssen die Felder ja auch noch kalken. Also wir haben jetzt im März jede Menge zu tun. Und deswegen oder derweil fahre ich jetzt viele, viele Kilometer mit den Schleppern hier über die Map, um Kalk zu holen, um Geräte zu holen, um Gras wegzubringen. Und da lasse ich jetzt natürlich auch mal ab und zu die Helfer arbeiten und das beobachte ich, ob dann das so funktioniert oder nicht. Also bisher geht's, es geht, ist natürlich immer abhängig von den Gerätschaften und mit welchem Schlepper wir auch unterwegs sind. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe mich jetzt doch für den Kuhn entschieden, den Tiefenlockerer, weil der eben, und ich übernehme jetzt mal hier, weil der eben nur in Anführungszeichen 130 PS braucht und mit 130 PS sind wir dann doch mit allen Gerätschaften so weit im grünen Bereich. Da können wir mit dem Glas hier gut arbeiten mit 100, ich glaube 65 PS. Aber wir können dann auch im Zweifel mal mit dem Fendt aufs Feld fahren. So, jetzt schauen wir mal. Das Ganze ist natürlich als Alternative zum Pflug gedacht, soll aber eben den Status dann auch ändern. Und wir haben hier eine Arbeitsbreite von 4 Meter. Das Ganze sieht natürlich dann eher so gegrubbert aus von der Textur, aber das sollte passen. So, nochmal Vorgewende. Und ich achte immer rechts oben, weil es dürfte sich mit Sicherheit in Kürze der Helfer melden, dass das Kalk schon wieder mal zu Ende ist, dass der Tank leer ist. Denn das geht ratzfatz. 100.000 habe ich aufgenommen, damit wir hier auch entsprechend arbeiten können. Und jetzt sind wir schon wieder nur bei 75.000, also ein Viertel ist auch schon wieder weg. So, zack. Noch eins, dann sind wir safe. Auch die Wiese, wie ihr seht, unschwer zu erkennen, ist jetzt natürlich gekalkt. Das heißt, wir bringen hier die Felder auf einen ordentlichen Zustand. Dadurch, dass ich jetzt die dazu gekauft habe, sowohl das Grasfeld als auch das zukünftige, was haben wir gesagt, Hafer, glaube ich, wollen wir da aussehen. Haferfeld haben uns natürlich in der Umweltbewertung ein kleines bisschen zurückgeworfen, aber das sollte nicht das Problem sein. Wir sind noch relativ, stehen wir gut da. So, wir schauen mal kurz rein, was er jetzt sagt. Muss gepflügt werden? Nein, hier muss nicht mehr gepflügt werden. Hier muss noch gepflügt werden, hier muss nicht mehr gepflügt werden. Das passt soweit. Und der pH-Wert ist jetzt auch gut. Stickstoff kommt natürlich demnächst drauf. Wenn wir... So, und da lassen wir den Helfer laufen. Wenn wir natürlich dann Gülle ausbringen. Wir werfen mal einen Blick zum Fendt. Ja klar, ist klar, nee. Jetzt hat er wieder eher das andere Feld hier bearbeitet, aber er ist sowieso leer. Hat sich nur nicht gemeldet, weil noch 43 Liter drin sind, aber wir müssen dann schon noch ein Stück vom Feld machen. Vor allen Dingen auch oben das Vorgewände. So, ich fahre an der Stelle selbst und jetzt muss ich gerade mal überlegen, genau. Wir müssen hier lang, wir müssen an unserem anderen Grasfeld vorbei. Das hatte ich auch völlig vergessen und verschwitzt. Dass wir ja hier drin mitten in der Map ja auch noch ein Feld haben, das auch ordentlich Ballen gebracht hat. Das muss man auch sagen, das waren zwei Wagen im Prinzip. Zweimal bin ich gefahren, um hier von diesem Feld auf der linken Seite die Ballen runterzuholen. Aber jetzt ist es abgeerntet, da ist nichts gewachsen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall 3 Monate warten müssen. 2 Monate, 3 Monate. April, Mai, Juni, so um den Dreh rum, denke ich, kriegen wir dann wieder Ballen raus. Deswegen war ich mal so frei und habe bei unseren Tierchen, bei den Schafen, wie gesagt, voll gemacht. Habe aber auch noch Schafe dazu gekauft, 20 Stück, das schauen wir uns gleich an. Habe soweit voll gemacht und einmal ins Heulager eine Wagenladung, 23.000, sodass wir da auf jeden Fall Reserve haben. Und den Rest vom Feld habe ich dann doch rübergebracht zu unserem Hof ins Fermentersilo, um da auf jeden Fall noch ein bisschen Silage produzieren zu können.
So, hier müssen wir jetzt rechts. Ja, man muss sich so ein bisschen langsam hier zurechtfinden. Es gibt nicht immer so richtig direkte Wege. Muss man immer so ein bisschen wieder vor und wieder zurück. Und dann fahren wir nämlich zur Kalkstation. Jetzt mache ich aber doch lieber mal die Karte an. Ja, doch, wir müssen noch ein Stück fahren. Hier, das Feld hier rechts, das ist auch schön, schön groß. So, hier geht es jetzt rein. Dann fahren wir zur Kalkstation. Da kriegen wir das Material am günstigsten. Ist halt leider auch ein bisschen ab vom Schuss, muss man einfach so sagen. Aber das passt soweit auf jeden Fall hier auf der Rehbach. Ja, also hier ist man schon ziemlich auf der Map unterwegs. Die einzige Ecke, die wir jetzt im Moment noch ausgespart haben, ist so rechts unten. Also so im Südosten der Karte, da wo sich ja auch zwei Höfe befinden. Der Pferdehof, der Schweinehof. Da waren wir jetzt gerade noch nicht unterwegs. Aber durch den neuen Hirtenhof, den Schafshof, haben wir jetzt auch mehr hier oben im Norden zu tun. So, das heißt nochmal Kalk. Ich hoffe, das reicht dann. 4200 Liter. Ja, pack rein, mein Freund. Okay. Achso, stopp. Wir werfen mal kurz ein Auge. Ja, okay, das passt soweit. Das macht er ordentlich. Das schauen wir uns jetzt auch gerade mal hier in der Übersicht an. Ja, sehr schön, genau. Hier muss gepflügt werden. Dann müssen wir hier unsere beiden Grasfelder noch pflügen. Bei Gelegenheit, by the way. So, und die 8 müssen wir zum Glück nicht pflügen. Da können wir dann aussehen. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen Gülle ausbringen, beziehungsweise Gärreste, weil davon haben wir auch jede Menge. So, jetzt hier nicht wieder hängen bleiben. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Da hat er nämlich so kleine Poller hier an der Seite angebracht, damit man nicht gegen den Zaun fährt, der gute Kalle. So, jetzt fahren wir mal so rum. Und jetzt bin ich gerade mal überlegen, ob wir vorne dann nicht rechts, sondern mal links herumfahren, ob es da nicht einen etwas kürzeren Weg gibt. Jo, Bauplatz auf der rechten. Ich denke, für einen Hof ein bisschen ab vom Schuss, da hat man dann doch ganz schöne Wege zu fahren, aber für eine Produktion wäre es ja okay. Okay, jetzt fahren wir hier mal links. Und dann schauen wir mal, wie wir rechts wieder hochkommen. Ah, ich glaube erst beim Eberhof. Also kurz beim Hof. Beim Schweinehof, da geht es dann rechts rum. Auch ein spannendes Höhenmodell, was hier der Kalle eingebaut hat. So, auch hier die Halle kann man kaufen. Muss man natürlich das Gebiet kaufen, also das Gelände. Man muss immer erst das Gelände kaufen, dann hat man auch automatisch die entsprechenden Hallen. Ja, jetzt fahren wir hier rechts. Ja, also es ist Kopf wie gesprungen, egal wie man es macht. Es fehlt im Prinzip an der Stelle hier vorne jetzt. Hier müsste es jetzt durch den Wald einen Querweg geben. Hier rechts runter. Das wäre ideal. So, hier gibt es ein kleines Waldstück, das man dann auch abholzen könnte. Aber das hat der Kalle dann auch wieder ganz geschickt gemacht im Prinzip, dass da, wo die Waldstücke sind, sind auch entsprechende Bodenverformungen. Also das dann einfach nur dann als Feld nehmen zukünftig. Nee, da muss man dann auch wieder den ein oder anderen Euro investieren, um das ganze Plan zu kriegen. Vernünftig. So, aber eigentlich wie gesagt ganz, ganz clever und sehr natürlich. So, hier müssen wir drauf und dann fahren wir mal... Da oben, wo die Bäume stehen, das fahren wir nochmal von Hand, weil ich glaube, da hat der Kollege Helfer einfach immer ein Problem. Und dann müssen wir sowieso das Vorgewände noch fahren. Oben. So, Tempomat rein.
Der Klaas wird ja zurechtkommen. Der Lizard DCFCO 8000. Auch so eine Universalmaschine, mit der wir nicht nur Kalk und Dünger, sondern sogar auch Mist streuen können. Also im Prinzip alles, was düngt. Feststoff. So, an der Stelle hier oben, da müssen wir noch ein kleines bisschen arbeiten. Dann machen wir hier noch das Vorgewände. Und dann denke ich, sollte das doch hoffentlich reichen. Also ich will jetzt eigentlich nicht nochmal Kalk holen. So, dann fahren wir mal hier kurz den Berg hoch. Dann zur Feldeinfahrt. Dann einmal rum. Und dann hoffentlich die letzten zwei Bahnen. Der Kalk aus dem Palettenlager, der ist auch schon weg. Also wir haben nichts mehr in Reserve sozusagen. Ja, aber zum Glück müssen wir ja nicht jedes Mal kalken. Alle drei Ernten ungefähr reicht's ja. Aber natürlich, das erste Mal müssen wir die Felder schon ordentlich aufbereiten, auch wegen der Umweltbewertung. Ist mir ganz, ganz wichtig. So, jetzt schauen wir mal. Ah, okay. Also er kriegt's. Also er müsste es eigentlich hinkriegen, ob er den Streifen dann macht. Das wäre mir dann auch, sage ich mal, egal. Jetzt schauen wir mal. Immer falsch. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, was hier Sache ist. Also, wir haben an dem Hof hier im Heulager 21.304. Dann haben wir hier voll mit 23.000 und wir haben 30 Tiere. Und ich habe mir gedacht, wir mischen ein kleines bisschen durch, während wir hier, sage ich mal, die ganz normalen, was haben wir, alpines Steinschaf. Und hier haben wir ein Bentheimer Landschaf, also 10 Stück davon. Und dann habe ich einfach von diesen alpinen Schafen hier mit den dunklen Köpfen, da habe ich auch nochmal 20 Stück gekauft. Jetzt haben wir 30 Tiere am Start. Und große Nachfrage, das ist übrigens auch so ein Punkt. Finde ich zwar schön, dass da oben große Nachfrage steht, aber man würde natürlich auch gerne wissen, was. Landmarkt, weil die Sache ist ja die. Augenblick, Augenblick, wenn ich jetzt hier reingucke. Ah, Hackschnitzel, witzigerweise. Hackschnitzel. Sonst noch was? Nee. Was ist das andere, was hier... Hackschnitzel. Ja, da muss man jetzt durchgucken, wo ist es jetzt blau? Da war es noch blau beim Gasthaus. Rosinen. Nein, also ich glaube, mit beidem können wir im Moment nicht dienen. Hackschnitzel wäre natürlich eine Geschichte, hat der Sens ja auch letztens gemacht. Das könnte man natürlich so zwischen reinschieben, aber ich glaube, im Moment sind wir mehr als genug hier beschäftigt mit dem Klaas und natürlich hier mit dem Fendt. Ich denke, der ist durch. Der will auch gar nicht mehr da ausbringen. Jetzt muss ich mal schauen. Ist hinten dicht? So ist offen, so ist dicht. Dann bringen wir den jetzt zurück. Und dann holen wir das Güllefass. Und dann werden wir hier noch ein bisschen Gülle ausbringen. Oder werden wir zuerst ansehen. Ne? Ich denke, das würde das Ganze nur ein bisschen aufhalten. Das Güllefass hat nur 8000 Liter. Wir testen es einfach mal an, wie viele Bahnen der mit dem Güllefass schafft. Ja... Wobei, vorher wäre besser. Ich habe jetzt auch gesehen, dass ich glaube, Gärreste bringt er mehr aus als von der Gülle. Eine Gülle macht er dann, glaube ich, immer 60 Kilo pro Hektar und Gärreste macht er 80 Kilo pro Hektar. So, den bringen wir erstmal wieder auf den Hof. Wir lassen den Kalk mal drin. Vielleicht kaufen wir ja noch ein Feld. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und Düngerstreuer haben wir ja sowieso separat. Wo stellen wir den rein? Ach, stimmt, da hinten ist sowieso leer. Ja, die Sache mit dem Lenkrad, ne? Das ist ganz komisch.
So, die Prallenpresse, die Pöttinger, da bin ich wie gesagt am überlegen, ob wir die hochbringen zum Schafhof, weil dann machen wir damit nur Grasballen. Das würde sich fast anbieten. So. Ja, den stellen wir einfach mal hier hin. So, Sitzpast wackelt. Ach, der braucht immer so lange, bis er den abgehängt hat. Sitzpast wackelt und hat Luft. Dann holen wir mal das Güllefass. Ja, ist natürlich auch das Kleine. So. Und dann gehen wir Gärreste holen. Wir können natürlich auch mal schauen, ob das funktioniert, dass wir automatisch die Gärreste überladen. Da bin ich aber immer skeptisch. Da habe ich nämlich auch festgestellt, dass da irgendwas hier im LS noch nicht stimmt, bin ich der Meinung. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt oder sagt. Denn ich habe immer das Gefühl, dass das Ganze einfach um eins versetzt ist. Was ich jetzt genau meine, wenn der eine oder andere jetzt dann doch grübelt, was von was spricht der Mann hier am Mikrofon, das zeige ich euch dann gleich. So, ich schalte mal in der Zwischenzeit wieder die Hilfe ein. So, und was ich eigentlich meine, ist dieses automatische Kaufen hier unten, weil hier kann ich natürlich sagen, kaufen, Kuhstall oder Mini-BGA mit Betankung, aber meistens scheint das nicht richtig zu funktionieren, weil er nimmt immer das eins davor. Also ich habe das jetzt schon festgestellt an einigen Maps, dass das so nicht richtig angezeigt wird. Aber wir schauen mal, wir probieren es mal aus. Das betrifft allerdings ja nur den Helfer. Also wenn man den Helfer startet, dann würde er theoretisch direkt aus der BGA das Material holen und ausbringen. Aber meistens sagt er immer, ja, Tank ist leer. Kann er nicht, will er nicht, darf er nicht. So. Dann schauen wir mal. Auch hier erstmal ein Vorgewende. Und wir sehen oben, stopp mal, 60, doch. Ich hatte immer den Eindruck, dass er mit Gärreste da mehr, 80, der gibt jetzt hier 80 raus, okay. Und das Schöne ist natürlich, wenn gekalkt ist, dann weiß man wenigstens, wo die Gärreste auch hinkommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt den Helfer losschicken, ob er Gärreste nimmt. Aus der BGA. Das würde uns natürlich den Job deutlich erleichtern. Und genau das ist es, was ich meine. Helfer B außerplanmäßig beendet. Tank ist leer. Das heißt, obwohl ich jetzt ihm sage, er soll hier die Gülle aus der BGA machen, nimmt er nicht. Wenn ich jetzt, aus ist klar, kaufen ist klar, Kuhstall, das würde er machen. Also ich habe den Verdacht, dass er die Dinge, die er eben nachträglich hinstellt, dass er die nicht macht. Und der Kuhstall, der gibt natürlich nicht allzu viel her, wenn wir jetzt da reinschauen. So, Kuhstall, Gülle, 16.000, doch. Ja, und jetzt geht's runter. Also okay, dann können wir zumindest hier mal ein bisschen arbeiten lassen. Das schafft dann der Helfer. Und die Vorgewände, die machen wir dann mit den Gärresten. Naja, das hilft uns ein kleines bisschen. Und wir werden ja auch zukünftig mehr Gülle bekommen, definitiv. Und die Gärreste müssen wir uns dann halt abholen. Oder, das ist ja auch so ein Punkt, das kann man dann auch machen. Ja, schauen wir mal, hier mit sowas könnten wir natürlich dann mit, wie viel passen da rein? 55.000 Liter. Damit könnte man natürlich dann ans Feld vorfahren und dann hätten wir genügend Material übrig. Und zum Ziehen, was brauchen wir zum Ziehen? Angeblich nur 70 PS. Naja. So. Was wollte ich noch schauen? Ah, hier wollte ich jetzt auf jeden Fall das Vorgewende fahren. Stopp, 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 stopp. So. Ah,
wären wir natürlich wieder beim Thema Gülleverschlauchung, weil das können wir natürlich dann auch über die BGA machen. Passt das? Ja, da ist noch ein bisschen übrig, sehe ich schon. Da brauchen wir noch. So, hervorragend. Dann können wir jetzt wieder den Helfer weiterlaufen lassen und dann holen wir uns endlich mal den Deutz, damit er auch in Aktion gerät. Und dann fangen wir hier mal mit der Aussaat an. Dann haben wir hier ein bisschen vorgedüngt. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und das holt er sich jetzt, wie gesagt, hier aus dem Kuhstall. Und ich wollte hier nochmal kurz reinschauen. In der BGA haben wir 175.000 Liter Gärreste, also jede Menge Material zum Arbeiten. Auch nicht verkehrt. So, jetzt endlich der Deutz war 9290 TTV. Endlich kommt er hier zur Arbeit. Endlich können wir hier 300 PS an den Start bringen. So, das hört sich natürlich spannend an und schon verfährt er sich. Hervorragend. Und wir brauchen natürlich Saatgut. Saatgut haben wir, glaube ich, hier in unserem Palettenlager. Ja, das ist schon eine ganz andere Fahrerei, merkt man sofort. Sudele. Dann einmal, zweimal, dreimal Saatgut, bitte. So, Saatgut aus. Dann haben wir, glaube ich, nochmal Mineraldünger. Ah, das ist nur Mineraldünger. Okay. Ja, wie viel ist denn das? Ja, das ist genau 1000. Okay, ich glaube, müssen wir mal schauen, ob uns das reicht. So, nimmt er das so. Hervorragend. Er rollt auf. Er füllt auf. Und, oh, da passt echt jede Menge rein. Dann schauen wir mal, was müssen wir jetzt nochmal aussäen? Was geht im Moment? Hafer! Zack, zack, Hafer. Okay, los geht's. Unsere neue... unser neues Gespann hier. Der Deutz zusammen mit dem Köckerling. Jockey, glaube ich, heißt das Teil. Jockey. Köckerling, Jockey. Und jetzt nicht hier noch an den Holzstapeln hängen bleiben. Dann schauen wir mal, wie weit wir mit den 1000 Litern Saatgut kommen. So, Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das wird doch... Ja, das ist das tatsächlich unser Klaas? Nee, 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 nee. Das ist der Fendt, der ist leer. Okay. Jetzt machen wir das anders. Jetzt lassen wir den doch gleich mal fahren, mal schauen. Und dann machen wir das Vorgewende am Ende. So wie sie es eigentlich gehört. Sudele. Und ablassen. Motor an. Und dann sollte die Sache doch laufen. Sehr schön. Was zeigt er an? Ah, stopp mal. Stopp, 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 stopp. Müssen wir noch was einstellen? Sämaschine, Abdeckung öffnen, Saatgut, automatische Saatstärke deaktivieren. Die ist also eingeschaltet. Da müssen wir nichts machen. Er zeigt auch an im Moment. Genau, variable Saatstärke ist Auto. 160 Körner pro Kubik, pro Quadratmeter. Und wir beobachten das mal, die erste Bahn. So. Köckerling Jockey, 6 Meter Arbeitsbreite. Direkt Saatmaschine. Ohne Düngerfunktion, aber günstig in der Anschaffung, 44.000. Damit kann man doch zufrieden sein. Hm.
Ja, ich will nur sehen, ob er hier noch an der Birke vorbeikommt. Denn häufig sind ja eben diese Bäumchen immer so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. So, okay. Er wendet natürlich etwas früher. Ist klar, ne? Hervorragend. Dann schauen wir mal. Ah, er ist auch fertig. Okay, da werden wir auch hier weiterarbeiten. Und der Kollege, mit dem müssen wir auf jeden Fall... Stimmt, wir können da jetzt auf jeden Fall weiterarbeiten. Die Gärreste noch raus, weil der Kuhstall, der ist natürlich leer. So, der Deutz fährt den kompletten Weg zurück. Okay, sei es ihm gegönnt. Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Das war wieder mal LS22 auf der Rehbach. Und ihr seht es, wir haben jede Menge Action, jede Menge zu tun. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.